freue mich ganz besonders, heute zu sprechen zu können zu einem solchen Thema, internationales Parlamentsstipendium, das uns alle bewegt, das eine Erfolgsgeschichte ist, das Europa beginnt mitzuprägen. Die Anfänge waren ein Austausch allein mit den USA, inzwischen gestern Abend. Wir hatten 114 Stipendiaten aus 27 Ländern und wir hatten einen begeisternden Stipendiatenabend. Von 1998 bis 2009 starben jährlich mehr als 50 Kinder durch einen tätlichen Angriff. Und die Misshandlung Schutzbefohlener hat sich in den letzten 10 Jahren auf 4,4 Fälle pro 10.000 Kinder erhöht. Und die Zahl der Sorgerechtsentzüge ist von 2005 bis 2009 um 40% gestiegen. Wenn es allerdings so weit kommt, dann ist es meistens schon zu spät. Es zeigt, das bisherige Sicherheitsnetz für Kinder war zu grob gestrickt. Deshalb war es uns als FDP-Fraktion sehr wichtig, dass in dem neuen Gesetzentwurf vor allen Dingen die Prävention eine weitere, größere Rolle einnimmt und spielt. Das neue Gesetz bedeutet eine Präzisierung des bisherigen und auch eine Beseitigung offensichtlicher Unrichtigkeiten des letzten Entwurfs. Die Prävention, die frühen Hilfen, die Schaffung eines dichten Hilfsnetzwerks ist hier essentiell. Ich glaube, gerade in diesem Spannungsfeld wird uns deutlich, dass das Thema Kinderschutz ein permanent uns beschäftigendes Thema sein muss. Und wenn wir nun auch im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens uns damit beschäftigen, ist, glaube ich, die Botschaft dieses Entwurfs richtig, nämlich, dass wir mehr Kooperation all derer brauchen, die am Thema beteiligt sind, die sich mit dem Wohl von Kindern beschäftigen müssen, die sich beruflich um ihren Schutz kümmern müssen. Die Zusammenarbeit von Ärzten, Psychologen, auch Hebammen, auf der anderen Seite aber eben auch Jugendämtern, Familiengerichten, soll im Konfliktfall verbindlich geregelt werden. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass gerade auch die Ärzteschaft eine klare Bewertung bekommt, nämlich dass sie, wenn sie Hinweise auf akute Kindeswohlgefährdung haben, tatsächlich auch berechtigt sind, dem Jugendamt einen Hinweis zu geben. Über das Ziel sind wir uns ja alle einig. Prävention ist unverzichtbar. Viele Krankheiten lassen sich durch Prävention vermeiden. Und Milliarden Euro ließen sich dadurch jedes Jahr sparen. Die Belastung der Sozialsysteme wird langfristig verringert. Nicht einig sind wir über den Weg. SPD und Grüne fordern in ihrem Antrag ein Präventionsgesetz. Wir Liberale können die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes allerdings nicht erkennen, denn es existieren bereits zahlreiche erfolgreiche Präventionsprogramme. Bekanntlich zieht jedes überflüssige Gesetz überflüssige Bürokratie nach sich. Und genau dies, meine Damen und Herren, wollen wir nicht. Ihre Theorie, dass der Eingliederungstitel, je höher er in Summe wäre, desto wirksamer wäre, das könnte natürlich theoretisch so sein. Wir glauben nicht daran, denn der Eingliederungstitel allein reicht nicht. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen reichen nicht. Was es dazu braucht, sind Arbeitsplätze, und die entstehen durch eine gute Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik, wie wir sie unter anderem als christlich-liberale Koalition so erfolgreich machen, wie es Ihnen noch nie gelungen ist. Wenn das Kahlschlag sein soll, dass wir die Eingliederungstitel zurückführen, weil ja auch weniger Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, dann muss man doch zumindest einmal vergleichen dürfen, was Sie bereit waren, in Ihrer Regierungszeit für diese Personengruppe bereitzustellen, Frau Hagedorn. Und im Jahr 2005, am Ende Ihrer Regierungszeit, und da waren Sie schon Mitglied im Deutschen Bundestag, da lag der Eingliederungstitel in Summe bei 6,55 Milliarden Euro, bei einer Arbeitslosigkeit von 4,8 Millionen. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Daten, denen wir jetzt glücklicherweise entgegensehen, nämlich einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit im Jahr 2011 von 2,7 Millionen und einem Eingliederungstitel von 5,3 Milliarden im Jahr 2012, dann ist eindeutig doch klar und für jeden ersichtlich, dass wir für diesen Bereich mehr Geld pro Person aufwenden, als Sie je dazu bereit waren zu tun. Wir haben in Palästina Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung. Selbst wenn wir eine Regierung jetzt bekommen, wissen wir, dass diese Regierung jedenfalls nicht für beide Teile, über die wir sprechen, Westjordanland und Gaza, gleich sprechen kann. Das heißt, die Staatlichkeit, die mögliche Staatlichkeit ist eingeschränkt, weil die Durchsetzungsfähigkeit dieser Übergangsregierung fragwürdig ist, um das Mindeste zu sagen. Denn eine Sache ist,
etwas zu fordern. Und die zweite Sache ist das Timing. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wenn ich mir das betrachte, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, kann ich nur sagen, so verständlich und vielleicht sogar sinnvoll Ihr Antrag zu einem anderen Zeitpunkt hätte sein können. Jetzt ist er nicht sinnvoll, weil er nach meinem Dafürhalten eher den Palästinensern schadet, als er den Palästinensern hilft. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen erheblich zu erleichtern. Natürlich haben auch schon Vorgängerregierungen bemerkt, dass etwas schiefläuft, wenn im Ausland ausgebildete Ärzte nur fachfremd eine Betätigung finden. Natürlich hat man die fehlende Flexibilität unseres Arbeitsmarktes beklagt und über die Barrieren innerhalb unseres Ausbildungssystems lamentiert. Der entscheidende Unterschied, insbesondere zu den von SPD und Grünen getragenen Vorgängerregierungen, ist, dass wir es nicht beim Wehklagen belassen haben. Mit dem Anerkennungsgesetz haben wir tatsächlich etwas zu Wege gebracht, das sich sehen lassen kann. Die FDP ist der festen Überzeugung, dass Arbeit und Beschäftigung der beste Impfstoff gegen Isolation und Parallelgesellschaften ist. Wir müssen Menschen, die zu uns gekommen sind, etwas gelten lassen, um mit Goethes Worten zu sprechen. Wir befinden uns inmitten einer schweren Schuldenkrise. Wir mussten für 3 Euro-Länder Rettungspakete auflegen, Hilfe zur Selbsthilfe, weil europäische Regeln nicht durchgesetzt werden konnten oder sich Länder nicht an Regeln gehalten haben. Wir haben also nicht zu wenig Europa. Wir brauchen ein stärkeres Europa. Wir brauchen einen stärkeren Stabilitätspakt. Wir müssen die Gemeinschaftsinstitutionen stärken, denn nur ein starkes Europa kann künftig Krisen verhindern. Vor allem müssen die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung nachkommen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, und das ist Aufgabe der Mitgliedstaaten. Im Falle Griechenlands heißt das nach den erfolgreichen Abstimmungen im Parlament, dass jetzt die Versprechungen auch umgesetzt werden müssen, vor allem was die Privatisierung angeht. Ich stelle fest, dass Sie Gänsehaut bekommen, wenn Daten gesammelt werden. Dann frage ich mich, wie Sie eigentlich Mitglied Ihrer Fraktion sein können, wenn Ihre Innenminister, allesamt SPD, wenn Ihr innenpolitischer Sprecher der SPD ganz großartig erklärt, man müsse die Vorratsdatenspeicherung unbedingt wieder einführen, und zwar für 6 Monate, und möglichst viele Daten sammeln. Da kann ich mich nicht erinnern, dass ich Ihre Stimme gehört hätte oder Ihre Beschreibung Ihres klinischen Zustandes der Gänsehaut. Das habe ich wirklich vermisst. Und es ist auch interessant, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, ob schwerer Landfriedensbruch dazugehört oder nicht, das weiß ich nicht. Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das lernt man im ersten Semester, und es wäre schön, wenn man es auch in der ersten Legislaturperiode im Parlament lernen würde. Es ist nämlich so. Schönen Gruß vom Gesetz. Und interessant finde ich auch, dass der 100G im Zweifel ja wohl auch von der SPD mit verabschiedet worden ist, gegen den Sie jetzt hier so viel Gänsehaut geltend machen. Das ist alles schon sehr spannend. Und das zeigt ja auch, wie Ihr Verhältnis zum Rechtsstaat wirklich ist. Die Innenminister dürfen die Vorratsdatenspeicherung fordern, und Sie kriegen hier Gänsehaut. Viel Spaß dabei. Es ist selbstverständlich, und ich glaube, da sollte sich hier das Hohe Haus auch einig sein, dass Versammlungsfreiheit ein hohes Gut in diesem Rechtsstaat ist. Und es ist selbstverständlich, dass ich auch, wissen Sie, nur weil Sie laut schreien, haben Sie nicht recht. Es ist selbstverständlich, dass sich Vorfälle wie in Dresden nicht wiederholen dürfen. Vorfälle, das muss man leider sagen, bei denen auch rechtswidrig gehandelt worden ist. Es ist aber genauso selbstverständlich, dass Demonstrationen auch gegen Nazis keine Rechtfertigung bieten dürfen, Gewalt anzuwenden. Und wer das hier verteidigt, darf nicht hinterher nach dem Schutz der Versammlungsfreiheit schreien. Entweder oder, beides passt nicht zusammen. Da war eine Kundgebung, die Rechtsradikale vorangetrieben haben und zu Recht ein breites bürgerliches Engagement entstanden ist, um sich dem entgegenzustellen. Und es war schon vorhin interessant, bei dem Stichwort haben Sie geklatscht, als es darum ging, dass bei der gleichen Aktion sehr viele Polizisten, über 100, verletzt wurden,
hat sich die Hände von der Hälfte Ihrer Fraktion nicht bewegt. Das spricht Bände, wie Sie zu diesen Vorgängen stehen. Das spricht Bände dazu, wie Sie diese Vorgänge sehen und wozu Sie diese Stunde hier verwenden wollen. Es ist Teil unserer demokratischen Kultur, dass Menschen ihre Meinung frei äußern müssen, dürfen, müssen, sollen. Und es ist das Recht und die Pflicht jedes Bürgers, auch Demonstrationen anzustoßen, daran teilzunehmen. Und es ist aber auch das Recht eines jeden Bürgers, gewisse Rechtsgüter zu schützen. Und mein Auto, meine Unversehrtheit meines Körpers, und das gilt übrigens auch für die Polizisten, ist schon ein Recht, das wir auch durch unsere Rechtsordnung schützen müssen. Und deswegen sind das zwei Dinge, die... Da wurde eine Anordnung gemacht mit einem Eingriff, der maßgeblich ist, der in der gerichtlichen Betrachtung durchaus zunächst einmal angemessen sein kann. Und ich glaube, dass er auch angemessen war. Allerdings, und das hat sich danach gezeigt, wurden Daten in wesentlich größerem Umfang genutzt, als sie zunächst beabsichtigt war. Und das ist ein Punkt, mit dem man sich intensiv beschäftigen muss. Und wenn es dort um Landespolizei geht, dann ist der Ort, mit dem sich dort beschäftigt werden muss, auch das Land Sachsen. Und deswegen muss das und wird das sicherlich, die Frau Kollegin Pilz hat das auch schon gesagt, sicherlich dort eingehend geprüft. Applaus